Gute Nachrichten für alle Betroffenen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Unter gewissen Umständen gibt es den Arbeitslohn weiter, auch rückwirkend. Wie und warum und was, das verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kölner Verbraucherrechtskanzlei Mingers Rechtsanwälte. Sollte dir das Video gefallen, lass bitte ein Abo da und kommentiere mal hier unten, wie du die Sache mit der Impfpflicht und dem Lohnanspruch siehst. Unter anderem das Arbeitsgericht Paderborn hat nun entschieden, dass die Freistellung einer Arbeitnehmerin aus einer Pflegeeinrichtung rechtswidrig war, dass diese beschäftigt werden musste und dass sie auch rückwirkend einen Vergütungsanspruch hat für den Lohn der Freistellung durch den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat die Pflegekraft aufgefordert, seinerzeit eine Impfbescheinigung vorzulegen. Sie hat gesagt, sie wird sich nicht impfen lassen. Dadurch hat der Arbeitgeber sie ohne Fortzahlung der Vergütung freigestellt. Das geht so nicht, sagt das Arbeitsgericht in Paderborn. Denn dem Arbeitgeber treffen nach § 20a Absatz 5 des Infektionsschutzgesetzes lediglich die Verpflichtungen, dies dem Gesundheitsamt zu melden. Nur das Gesundheitsamt kann ein sogenanntes Tätigkeitsverbot aussprechen, was wiederum nach sich zieht, dass man dann für diesen Zeitraum keinen Lohn bekommt. Hat aber allein der Arbeitgeber diese Entscheidung getroffen, dann ist das rechtswidrig, dann hat man Anspruch auf Beschäftigung, Anspruch auf Lohnfortzahlung. Das ist also eine ganz wichtige Differenzierung hier, die unter anderem das Arbeitsgericht in Paderborn entschieden hat, aber auch schon viele weitere Arbeitsgerichte. Also, wenn du betroffen bist von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, wehr dich, es gibt das Geld. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.